Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wir sind jetzt zurück am Start und wie immer, kurz mal Überblick verschaffen. Du gehst nach Toren, vor Toren, wie auch immer. Die Armee wird schon fortgebildet, die lassen wir mal. Weil wie ich schon sagte, Sergeants, ich glaube, das sagte ich in einer der letzten Folgen, berittene Sergeants werden wir ab sofort auch nicht mehr herstellen. Aus dem Alter sind wir raus, ja, aus dem Zeitalter. Jetzt kommt nur der krasse Scheiß. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles gemacht. Von dem habe ich jetzt nicht so viel Sorge. Ich glaube, wir haben in letzter Folge alles, glaube ich, ready gemacht. Ich glaube, da war keine große Schlacht noch irgendwie offen. Hier, mir gefällt mir da gerade. Gute Männer eigentlich dran, ne? Ja, das passt, das passt. Venedig sah schlecht aus. Genau, das war das Ding. Haben wir auch schon jemanden auf dem Weg und die stellen wir her. Ja, gut dann. Alles ist geplant. So. Okay, von Venedig wurde abgelassen. Das ist lecker. Bologna wird wieder belagert, kennen wir mittlerweile. Aber davon wurde abgelassen. Das ist sehr lecker. Freut mich. Und Ungarn hat seinen Anführer nicht mehr. Sprich, diese Armee ist nicht mehr im Kreuzzugsmodus und könnt uns jetzt jederzeit hier, ich sag mal nett, nerven. Und das könnte ein Problem werden. Also die Armee hier oben für diesen General machen wir so oder so fertig. Weil wir brauchen da unten mittlerweile mal Unterstützung. Kommen wir aber auch nicht voran, ne? Also mit der Entwicklung der Siedlung. Nimmt ein bisschen, dauert ein bisschen. Bukarest können wir uns aber direkt mal snacken. Gegen den König himself. Ja, komm, hier, zack. 17.000 in unsere Tasche. Bauen wir mal direkt auch weiter aus. Gern nochmal sowas. Was ist das für die öffentliche Ordnung? So, damit ist diese Siedlung an sich sicher, aber wir werden da gleich nochmal bessere, also wie gesagt, Stadteinheiten herstellen und werden die wieder zurück nach Bran moven. Ich denke, das ist gut. Boah! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Reichsritter. Na hallöchen, meine Freunde. Oh, da schmeckt doch schon direkt. Na, schmeckt sehr gut. Gönnen wir uns. Natürlich. Ja klar. Sehr lecker. Minus 1 Loyalität. Ja, bist loyal genug immer noch, das reicht mir. Kollege, dein Your Time to Shine wird noch kommen. Du musst ein bisschen Geduld haben, ja? Du bist nicht der Einzige, um den ich mich kümmern muss. So, Nottingham macht sich bereit, weiter zu ziehen, aber das dauert noch einen kleinen Moment. Ja, soll er weiter belagern? Was wir machen könnten, um den vielleicht ein bisschen zu kitzeln. Wenn wir mal da so hin. Wenn wir nicht aufwerten, ansonsten hätten wir auch schon längst die Nachricht bekommen. Wir haben den Minenverbund jetzt gebaut und so, alles wunderbar. Ja, Ungarn grauenhaft, gut. Besonders gute Beziehungen hatten wir generell noch nie die ganze Zeit. Also das ist die Frage, Portugal ist ziemlich nah an der maurischen Siedlung dran. Und ich würde gerne die maurische Siedlung einnehmen, bevor der Kollege hier kommt und dem hilft. An sich haben wir viele Speerträger und das sind viele Ritter. Fernkämpfer aber auch noch, ne? Das ist ja widerwärtig. Das ist nicht so geil. Vielleicht auch noch ein bisschen belagern und hoffen. Oder sonst warten wir halt, wie gesagt, auf die Armee da oben einfach. Ganz entspannt. Der Lütsch belagern wir noch ein bisschen weiter. Stockholm ebenfalls. Eine Runde bis zur Kapitulation, das heißt, nächste Runde geht da die Schlacht los. Alles klar, Cannavaro gehört einfach mal den Spaniern. Das wusste ich jetzt nicht. War auch interessant. Weil das nicht alles gibt. Ja, weiter. Toulouse wollen wir fertig machen. Ja, König Baldwin, wir warten noch ein bisschen. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. So, London wird angegriffen. Das ist dann die erste Schlacht in dieser Aufnahmesession. Fritz von Lübeck gegen David Kenmore. Ja, wie gesagt, wir kennen seine Armee schon. Das wird, denke ich, kein Problem. Wir gehen trotzdem in die Echtzeit rein, weil das war mir dann doch schon viel zu viel auf 50-50 irgendwie ausgelegt. Das ist zu risky. Ich glaube, die hatten auch Katapult oder Balliste dabei, ne? Och, ja gut, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, ein Belagerungsgerät hatten die. Ist aber nicht dramatisch. Selbst wenn sie ein paar Löcher hier reinschießen, wobei sie das wahrscheinlich gar nicht so könnten. Aber wobei, zwei Katapulte, ja, never mind. Okay, doch ein bisschen wert. Ich dachte aber auch, das ist nicht ganz dramatisch. Das kriegen wir alles hin. So, ihr geht dann darauf. Ihr geht auf jeden Fall direkt vors Tor. Mit denen hier im Nacken, bitte. So. Ihr
kommt ein Turm hin. Die lassen wir auf die Mauern von hier rauflaufen. Fodare und sowas sind doch lecker. Die kann man auf die Mauern schicken. Das ist kein Problem. Eventuell müsste ich hier auch was raufschicken. Zack. Immer nur noch der hier. Du kommst in die Mitte. Hallo. Danke. Können wir auch gerne mal so machen. Und ihr, meine Schatzis, machen wir folgendermaßen. So. Na, machen wir das. Moment. Hold up. Oh, da ist ordentlich. Dann hier. Eins. Und ihr seid die vier. Let's go. Wie gesagt, fangt erstmal an, wenn ihr ein bisschen kaputt schießen müsst, dann macht das gerne. Ist schon okay. Wir haben gerade genug Geld, um das danach wieder reparieren zu können. Außerdem ist, glaube ich, dann London nicht weiter erstmal in Gefahr. Das sieht schon cool aus. Ja, ja, doch. Wir haben gut geschützt, würde ich sagen. So, da wird geschossen. Ja, das Ding kriegen die auf, außer die brechen wieder kurz vorm Durchbruch auf. Brechen kurz vorm Durchbruch auf. Ab, meine ich natürlich. Weil das haben wir ganz oft jetzt schon gehabt, dass die Gegner dann irgendwie was kaputt geschossen haben, aber nicht komplett durchgezogen haben, wisst ihr? Okay, ja, never mind. Jetzt haben sie durchgezogen. Jetzt, wo ich das nochmal anspreche. Das ist kein Gut. Das ist kein Gut. Oh Gott, es ist schon spät. Wie denn so oft? Das ist kein Gut. Dann wisst ihr Bescheid. So, können wir die noch schnell ummoven oder ist das too late? Too party. Hoch da. Hoch da. Wollt ihr nicht, oder? Seid ihr wieder am Rumzicken, oder was? Hoch da. Alter! Meine teuren Gebäude. Ich glaube, es hackt aber richtig. Hey, kommt gerne rein. Gar kein Problem. Gerne einmal aufschließen. Kein Problem. Kommt gerne reingelaufen. Ich habe hier ein paar helle Baden für euch. Und ihr seid lost, ne? Geht darauf, komm. Ja, das ist okay. It's okay. Irgendwie, die wissen nicht ganz, was sie tun sollen, ne? Wir können gerne schießen. Die sind irgendwie sehr... Ah, jetzt kommen sie. Ich wollte schon sagen. Da müssen schon ein paar mehr Leute kommen, damit wir da reinrennen. Na gut, komm. Reicht. Es reicht. Na, aufpassen. Da kommen einfach nur ein paar Speerträger hoch. Gar kein Problem. Wir haben hier Feudalritter und alles. Ich bin confident. Und auch hier sieht es recht confident aus. Ja, ja, ja. Schmeckt, schmeckt. General ist still alive, aber der David Kenmore dürfte gar nicht mehr so lange leben, glaube ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht lange anhält. So soll das laufen. Preschen wir gerade hier raus. Ich weiß, das sind Speerträger, das sind jetzt Kavallerieeinheiten nicht so gut, aber das meiste ist ja sowieso hier eher Bodentruppen, also Fußsoldaten. Könnt auch gerne noch weiter schießen. Hier sind wir durch. Ich bin stolz. Verdammt. Unsere Mauern wurden eingenommen. Ja, ganz kurz. Ach, hä? Ja, doch da. Von hinten. Ah, ja, gar nicht mitbekommen. Okay, die fliehen. Nevermind. Hat sich erledigt. Da holst du mal. Zack, zack, zack. Wir wollen doch nicht, dass sie noch mehr kaputt machen. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee. Ja, 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 wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Ja, ich weiß, bisher sieht es nicht verkehrt aus. I know, I know. Jinx bitte nicht weiter, Spiel. Das wäre ganz lieb. Guck mal, die haben aber auch Sitzfleisch, Alter. Die kommen die ganze Zeit zurück. Ach, komm schon. Dürfte der aber haben. Naja, komm. Willst du angreifen oder... Wie schaut's da so aus an der Front, hä?
Ja, ja, lass sie doch vorbeilaufen. Gar kein Problem. Was ist das denn? Dankeschön. 171 Mann verloren. Ist okay. Ist okay. Möchte ich nicht meckern. Hauptsache verteidigt. So. Dann können wir uns gleich um Cannavaro kümmern, weil wir werden auch direkt Spanien angreifen. Also da jetzt drauf zu warten, dass die uns angreifen, ist sinnlos. Die werden es so oder so tun. So, genau. Stockholm kommt raus, das wussten wir. Wir müssen wahrscheinlich gegen beide Armeen kämpfen. Gegen König und sonst noch hier Ingeborg. Das ist keine krasse Armee, das ist okay. Und auch eher, ja, sind nicht schlechte Truppen, aber auch die sind angefressen. Dürften wir haben. Hoffentlich. Und dann laufen wir mit dieser Armee einmal nach Oslo rüber. Dann haben wir auch Skandinavien, den Teil da schon mal. Wobei Helsinki gibt es auch noch, aber dann haben wir den Teil. Okay, das ist jetzt hier sehr, sehr düster. Okay, wir wissen, die kommen sofort rausgelaufen, ja? Erstmal alles loslassen. Gegner ist da hinten, das ist erstmal shit egal. Komm raus, okay. Kein Problem, kein Problem. Aufstellen. Das kriegen wir alles hin, meine Damen und Herren. So, alle in Bewegung. Hab ich die vergessen? Die hab ich vergessen. Kein Problem. Nachsetzen. Okay, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren. Ich weiß noch nicht ganz, was sie machen wollen. Das ist in Ordnung für mich. Sieht's hier aus? Die stehen, ja. Die zwei. Alles, die gehören auch noch dazu, Leute. Alle rein. Werden ja abgeschossen hier gerade. Das geht ja gar nicht. Direkt durchlaufen. Und hier. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Rauf da. Hier auf mal eins wieder. Lauf mal durch. Abkapseln. Das ist ein viel zu großer Kloß, den wir hier haben. Das muss nicht. Weißt du, das ist Schwertstadtmiliz, aber wir werden volle Kanne reinhauen. Angriff. Helft da mit euren Männern. Ihr müsst für uns den Norden erobern, Leute. Bitte, bitte, bitte. Ihr schafft das schon. So, direkt vors Tor stellen, damit die hier gar nicht erst wieder fliehen können. Das war kein Ansturm, wie der im Buche steht, aber schon okay. Na, nimm mal alles mit, bitte. Danke. Ja, das funktioniert so, ne? Aber so wie ich das jetzt gerade will, irgendwie nicht. So. Die stellen wir jetzt einfach vors Tor. Mithelfen. Der General dürfte auch nicht mehr lange haben. Der ist da mitten in den Schwerträger drin. Ich bitte dich. Der König von, ja gut, stimmt, der König, aber keine Chance. Der war umringt von uns, umringt, verdammt normal. So, weißt du was, wir werden einen reinschicken hier. Boah, die Armee hätte ich gern auch noch gern weg, ne? Bin ich ganz ehrlich zu euch, weißt du was? So krasse Truppen waren das nicht. Ja, komm. Let's go. Let's go, Rainer. Den können wir nochmal mitnehmen. Sehr schön. Kommen alle da hinten rum, ne? Ah, wir kommen hier reingesprintet. Oder wir sammeln uns in der Mitte. Das wäre wahrscheinlich sogar klüger. Ja. Ach komm. Okay, das ging schnell. Der Ingeborg ist auch weg. Der hat da nicht lang kämpfen wollen anscheinend. Kein Problem. Dann kommen die ja hier auch rein, ne? Ja, okay. Aufstellen.
versuche hier noch irgendwas an der Aufstellung mäßig hinzusetzen. Sind irgendwie hier hinten. Ne, warte, sonst geht doch woanders lang. Zack. Ah, wir kommen von hier jetzt. Na dann. Warum warten? Jetzt volle Kanne reinhauen. Aber Schiffe, guck mal, fliehen direkt. Keine Chance. Nimmt sie alle mit. Sehr, sehr nice. Auch hier angreif. Rein da, einfach reinhauen. Schön von der Seite. Sehr schön, so soll das sein. So und nicht anders. So. Ich mach das wunderbar. Ja, das dürfte auch nicht nur die Hälfte, das dürfte eigentlich gleich alles gewesen sein vom Ding her, oder? Wo laufen die denn lang? Ich raff euch nicht, ich habe euch da nicht mehr hingeschickt, aber es ist schon fein. Wer ist das hier? I see. Na dann. Dann lauft mal. Hier sind wir näher dran an den Dingern schon. Da müssen wir aufpassen, weil jetzt können sie schießen. Also wir sind hier da. Sehr schön. Und damit haben wir es geschafft. Damit ist Stockholm unser mit nur 226 Mann Verlust. I take it, würde ich sagen. Das kann man mitnehmen. Oh, das Geld ist auch direkt futsch. Nottingham, warum nicht? Ach, den Magisch sind wir schon weg. Die hatten Oslo gar nicht mal. Oh, schwierig, würde ich sagen. Tut mir fast leid. Sehr gut. Dann gehen wir trotzdem direkt in Oslo durch. Sehr schön. Sieht doch auf der Karte auch ganz nett aus, möchte ich meinen. Sehr gut. Hier warten wir mal noch ein bisschen. Darauf, dass weiter fortgebildet wird. Ja, ja. Und dann können wir auch mit dieser Armee einmal losmarschieren Richtung Riga. Alüt dürfte jetzt eigentlich auch jederzeit fallen, oder? Ja, komm. Wir wissen ja, dass die Mongolen mittlerweile da sind. Und stimmt, Mongolen, jetzt gerade, wo ich es sage. Da müssen wir definitiv ein paar Spione entsenden. Das habe ich schon vorher gesagt. Auch mal wegen ein paar Attentäter, schadet nicht. Du wirst eh demnächst sterben. No front, aber ist leider so. Okay. Hier schauen wir mal her. Hier ist eine ungarische Armee, die gar nicht so klein ist. Muss reichen. Ach, geh mal weg da bitte. Hier habe ich ja wieder hergestellt, das ist erstmal wieder gut. Deswegen nochmal was herstellen. Ein Bärchen. Ja, hier ist nur eine kleine schottische Armee vor den Toren, aber ich sag mal so, wie es ist, die ist nicht gefährlich. Nicht ansatzweise. Wird immer fortgebildet. Oh, oh, lecker, lecker Einheiten. Ich sag es euch. Zaen ist auch fast ready, ne? Dann geht's auf jeden Fall einmal nach Bordeaux, würde ich sagen. Und hier machen wir jetzt Folgendes. Zack. Damit ist der Kreuzzug offiziell vorbei. Stimmt, die Franzosen sind jetzt auch weg. Oh Gott. Das ging gerade so schnell. Oh Gott. Habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Stimmt, die sind auch weg. In Germany we call it schmeckt. Das war echt lecker jetzt. Ging sehr schnell. Ach, wunderbar. So wie es doch sein soll. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Ja, nee, laden. Ja, wobei aufladen, wofür? Ja, wir bleiben trotzdem erstmal dran aus Sicherheitsgründen. Ist eine gute, gutes Bollwerk, sage ich jetzt erstmal, gegen die Iberische Halbinsel, möchte ich meinen. So. Wir haben sogar noch einen Bauern drin. Okay, krass.
In Hamburg können wir auch mal eine Armee demnächst fertig machen für Brügge oder so. Müssen wir das auch noch. Oder wir nehmen den halt Insane dafür. Ja, nehmen wir den Insane dafür. Passt schon. Hier ist nichts drin. Ach, du wolltest erst ursprünglich zu nach Russland oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist auch das nicht mehr sinnig. Das heißt, hier diese Ostseite müssen wir richtig krass beschützen. Das könnte richtig schwierig werden. Hier ist ja auch noch eine Festung, die würde ich auch noch gern tatsächlich haben wollen. Weißt du was? Weil ich nicht weiß, wie weit die Mongolen schon... Ein bisschen angefressen, aber wir können ja schon mal so loslaufen. Komm, wir uns nochmal die beiden und let's go. Wir müssen unbedingt weiter. Wir haben keine Zeit, jetzt echt lange hier irgendwo rumzustehen oder so. Wir müssen weiter. Wie gesagt, die Spione sind nächste Runde alle unterwegs. Richtige Offensive einfach am Start. So, das dürftest du eigentlich schaffen. Warte mal. Ich will auch nichts herstellen. Na, vielleicht gleich, aber was wir machen könnten, um unseren Mate und so zu unterstützen. Ja, wow, wo geht denn der lang, Alter? Ich hab's auch richtig drauf.